Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome to the World 2 mit ja, der Tier-Challenge. Ja. Ja, frohes neues Jahr, ne? Ist mega verspätet. Das tut mir leid, dass ich nicht früher dazu gekommen bin. Jetzt mal kurz hier, das brauche ich nicht zu versuchen. Das können die ruhig einnehmen. Ich bin ja da. Genau, kurz zur Lage, sag ich mal. Ja, ich bin ja selbstständig und ich habe jetzt mit meiner Schwester zusammen ein Unternehmen aufgemacht, beziehungsweise sie hat das Unternehmen aufgemacht und ich beliefer sie und in den Shop, den wir gemacht haben, quasi mit Schmuck und sonstigen Sachen. Genau, und da sind wir jetzt gerade am 21. Also ich nehme es gerade am Freitag auf, also 22. Wir sind gestern online gegangen und dementsprechend war es in der letzten Zeit sehr, sehr stressig für mich und gesundheitlich lief auch einiges schief oder läuft immer noch einiges schief. Deswegen, ja, genau, dementsprechend tut mir leid, dass ich so lange nicht hier aufgenommen habe, aufnehmen konnte. Aber ja, ich hoffe, dass wir jetzt wieder ein bisschen öfters aufnehmen kann, beziehungsweise ich. Ich streame ja auch montags und freitags auf 15 Uhr, ab 17 Uhr, ab 5 Uhr. So, Alter, hier sind überall feindliche Armeen. Was geht da ab? Genau, dementsprechend habe ich die auch ein paar Mal jetzt diesen Monat ausfallen lassen müssen, wegen Gesundheit und wegen ja, Arbeit. Gut, dann ja, was machen wir denn hier? Was mache ich eigentlich hier gerade mit? Erst kam das Beben. Wegen der Kavallerie. Oh, wie lustig. Ich überlege gerade, was ich da jetzt am besten mache. Hier ist natürlich extrem kacke, dass der so unglaublich viele Fernkämpfe hat. Die 501. ist die einzige Armee noch mit viel Infanterie. Das ist, sind ja noch die ersten die Anfangseinheiten. Genau. Wieso ist das eigentlich kaputt? Wieso ist das eigentlich kaputt? Ja, sind da auch noch, aber ich glaube Dura kann die aufhalten, ja. Beziehungsweise die da können die auch noch aufhalten. Erstmal minus 24. Machen wir mal hier so. Minus 17. Ich kann mir auch momentan nicht viel leisten, so wie es aussieht. Die Götter haben mich zu euch geführt. Oh fuck. Wieso? Dachte ich jetzt ein bisschen. Das ist ein bisschen wenig jetzt. Gut. Dann werde ich nächste Runde auch nichts bekommen. Flieger des Pergamos, Verteidiger des Olymps. Die haben beide was gemacht, aber sind beides feindliche Generäle. Ach genau, ich habe ja bisher immer gesagt, so ja, in meinem Stream montags ist so Strategietag. Das haben wir jetzt geändert. Der Handel ist eine gute Sache. Ja, finde ich auch.
Das haben wir jetzt geändert. Montags spiele ich Assassin's Creed Odyssey und freitags spielen wir Cyberpunk und manchmal Valhalla. Also Assassin's Creed Valhalla. Aus folgendem Grund, weil bei Rome, ja, sobald ich Rome angefangen habe, ja, sind die Leute abgesprungen. Was ich auch verstehen kann, dass es für viele einfach nur, ja, unverständlich und dementsprechend das ein bisschen schwieriger. Beziehungsweise nicht schwieriger, sondern dementsprechend habe ich das erstmal gelassen. Okay, das ist schon mal sehr gut. Ja, das finde ich immer noch viel, viel zu stark. Dass man einfach so den General töten kann. Unrealistisch ist es nicht. Aber viel zu stark. Zu euren Diensten. Ich werde tun, was nötig ist. Na, jetzt sind es wieder 400 mehr. Da habe ich vergessen, dass ich letztes Mal das anders. Also, letztes Mal schon gemacht habe. Ja, Telefon. Aber ich gehe nicht ran, ich war letztes Mal schon. So. Der ist schon 81. Oh je, oh je, oh je. Der wird auch nicht mehr lange da sein. Was ist das hier? Geheimaktion. Moral. Machen wir mal weg. Das machen wir mal weg. Okay, so. Meine Talente kennen keine Grenzen. Der Agent ist, glaube ich, ein Level aufgestiegen. Mein Volk ist stolz und euch. Können wir machen. Knossos ist gerade noch sehr, sehr uninteressant für mich. Einsatz von Söldnern. Nö. Rang erhöhen, Rang erhöht. Forschung abgeschlossen. Fraktion schließt sich euren Feinden an. Ägypten. Das ist natürlich mega negativ. Das ist auch nervig. So, das ist mega nervig. Ich schick mal die kurz hier zum Scouten. Die da sind mega nervig. Das gibt's gar nicht. Die sind jetzt nach da gehüpft. Kommst du mal dahin? Ihr geht dahin und ihr übernehmt mal das Steuer, weil Nahkämpfer sind da sehr viel stärker. Ja, sehr schön. Genau, Wagenlenker. Angriffsbonus für alle Einheiten ist für Kavallerie sehr, sehr gut. Geschossschaden, Waffenschaden. Waffenschaden. Der Kampfangriff für alle Einheiten. Bewegungsreichweite. Finde ich auch. Okay, ich mache die unnachgiebige Streitmacht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hier machen wir Nahkampf mit Speere. Alles voller Speere. Ja. Ich meine, die Soldaten haben ja alle Speere, ne? Außer die da. Aber die haben. Die Kavallerie hat, glaube ich, alles. Alle Speere. So, dann schauen wir mal, ob wir den nächsten. Aber dafür Level up. Tödlich, ja, 50% Chance auf Attentat. Eieiei.
Das ist doch so viel. Okay, hier haben wir kaum was erforscht. Hier haben wir die, die Kavallerie natürlich gepusht. Okay, gut. Die Bewegungsreichweite, hier ist Verstärkungsrate. Belagerung. Schmied. Pionier. Kolonie, Waffe. Uiuiui. Aber erstmal würde ich hier das dann machen. Wohlstand durch Landwirtschaft. Gut, gut, gut. So, den könnten wir mal wieder reparieren. 1000 kostet das. Uiuiui. Okay, der ist auf der Verfolgung von dem. Machen wir das da. 500 kann ich mir nicht leisten. Und nichts da. Ah, hier. Was haben wir hier? Geschossschaden. Reichweite und Geschossreichweite. Natürlich auch nicht schlecht. Verstärkungsreichweite. Ja, dann machen wir mal Geschossreichweite. Ja, ja doch. Da haben wir schon einige Fernkämpfer. Gut. Dann schlürfe ich mal schnell mein Tierchen. Das war klar. Aber darauf habe ich gezählt. Weil in der Stadt ist so eine Kavallerie-Armee richtig, richtig bescheiden. Da sind die echt nicht gut. Natürlich, natürlich kann der noch rausgehen. Bankrott. Ein Kind ist geboren, natürlich ja tot, okay. Gut, das kämpfen wir mal. Ja. Hier werde ich jetzt sagen, so, aber Tobi. Ach, verdammt. Aber Tobi, du hast ja auch nur Kavallerie. Ja, das stimmt. Aber bei mir wäre der Vorteil gewesen, dass ich Nahkampfkavallerie habe. Und das ist definitiv besser als nur sowas. Das ist eine sehr interessante Aufstellung, was du da hast. Gut. Ich muss natürlich versuchen, ihn einzukesseln. Leichte Kavallerie ist für den Rücken. Die sind für die Mitte. Die sind für links. Rechts ist das. Und die sind für hier. Okay, dann wollen wir mal. Der breitet sich jetzt auch aus. Das ist aber in Ordnung. Ah, da will ich hier hin, damit ich ihn nicht umkreisen kann. Aha, aha, aha. Hübsch. So, ein bisschen vorschmulen. So. Die Elefanten können ja hier reingehen, damit ich den Bogenschützen bekomme. Seid ihr auf dem Posten? Nee, noch nicht. So. Die Speerkämpfer müssen wir natürlich versuchen,
Ja, so schnell wie möglich gegen die Elefanten zu schicken. Also, ja, andersrum, die Elefanten schnell, so schnell wie möglich hier rein. So. Die versuchen, so einen Bogen zu machen. Und die da ne, von der Seite. Und so am besten alles gleichzeitig. So. Seid ihr on point? Ja. Seid ihr frisch? Ja, sehr gut. Dann machen wir mal Folgendes. Warte, nee, 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 Pause. So, dann der. So. Okay, so, sobald die anfangen zu schießen, dürfen sie schneller gehen. Dann los geht's. Das ist übrigens sehr, sehr dumm von ihm gewesen, dass er sich in die Ecke gestellt hat, weil hier kann er nirgendwo wegrennen. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ah, das kommt vor. So, bitte, Dalli Dalli. Oh, wow. Das ist natürlich hier nicht gut. Ich dachte, dass das einer der beiden Raserei gerannt ist. Und nicht hier mittendrin. Das ist natürlich nicht so gut. Na gut. Ja. Das war nicht so gut, aber egal. Verlust 311 von 1300 ist natürlich nicht ganz so gut. Aber der hat 1900 von 2200 verloren, also. Das passt. Ich habe die Meda-Kavallerie habe ich jetzt wirklich verloren. Ist natürlich semi-gut. Muss ich ja aber erst wieder hier rein, ne? Okay, hier ist niemand. Hier.
Und dann war es das auch schon. So. Ja, natürlich, er kommt jetzt deine Fullstack ägyptische Armee. Nee. Nee. Uiuiui. Elendsviertel, das ist natürlich. Was jetzt schon? Kind ist geschoren, das ist natürlich. Alter, zwei Elendsviertel, wollt ihr mich verquaken? Ist doch ein Schmarrn hier. Das ist doch ein Schmarrn. So, ihr wollt hier hin? Ich würde mich gerne hier hinstellen, aber. Also, der hat sich schon sehr gut aufgestellt. Wie sieht die aus? So, jetzt bitte mal. Weg da. So, jetzt. Nein. Bitte. Ja, so, sehr gut. Das war schon mal befriedigend. Sehr befriedigend. So, hier wieder die Kavallerie hoch pushen. Hier, was machst du denn? Was machst du denn? Du scoutest hier ein bisschen. Ja, ich muss wieder eine Runde passen. Ah, das ist ein bisschen schwierig. Okay, der bunkert sich ein. Das heißt aber, ich werde mich hier an die Dinge stellen. Am Altar unseres Wohlwollens. 200 Handel. Ja, passt. Das habe ich in ein, zwei Runden wieder drin. So. Okay. Genau, also, ich würde mich dann hier hinstellen, wobei, mit nur Kavallerie ist es gar nicht mal so gut, weil der könnte sich, sehr, sehr easy da einbunkern, das, was ich sonst immer mache. So, bitte mal, oh, ich könnte mir... auch zwei Sichelstreitwegen holen. Dann mache ich die weg und zweimal Sichel. Wow. Hätte ich ja nicht wegmachen können. Sollen. So, du gehst hier hin. Das war zum Beispiel ein Fehler, weil das ist ein feindlicher General, aber der ist, glaube ich, zum Feind geworden, so wie es aussieht. Gut, diesen Kampf werden wir dann das nächste Mal auch, machen. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns vielleicht mal im Stream oder ja, das nächste Mal. Ich hoffe, ich komme jetzt wirklich öfters wieder dazu aufzunehmen. Kommt natürlich alles drauf an, wie stressig es mit der Arbeit ist und Gesundheit. Genau. Dann mach's gut. Bye bye.